Hier ist Makoto und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von The Night of the Rabbit. Mein Lieblingsadventure aus dem Hause The Dedic, weil ich einfach dieses märchenhafte, dieses Ghibli-ähnliche sehr gerne mag. Deponia, Edna und Cole, auch alles cool, großartig, aber das hat nochmal so was Magisches und ich mag solche Dinge halt. Und das letzte Mal haben wir einen Brief erhalten. Sieht ein bisschen aus wie bei Harry Potter, aber ja, und wir sollen jetzt eine Karottenflamme machen. Dazu brauchen wir Schwarzpulver und Weißes, das haben wir verbunden. Ich habe mir gerade nochmal das Gedicht durchgelesen und wir müssen nun Baumhaut, Baumfrucht und Wurz zusammenfügen. Also ich glaube, das muss erstmal hier rein. Ja. Ist drin. Und ich muss sagen, ich bin ja hier unter Dach, wo ich mal aufnehme und arbeite. Das heißt, es wird immer wärmer hier und deshalb kann es sein, dass manchmal bei bestimmten Rätseln ich lange brauche oder halt ich mal ein bisschen ruhiger bin, nicht so aufgedreht. Alles, wie gesagt, es ist halt warm hier und jetzt geht's noch, aber nachher im Hochsommer wird es etwas schwieriger. Deshalb warne ich schon mal vorweg, falls manchmal es etwas ruhiger sein sollte oder ich etwas erschöpft klingen sollte. Okay. Baumhaut, Baumfrucht, Baumwurz. Baumfrucht. Baumhaut würde ich sagen, ist Rinde. Auch drin. Baumfrucht sind die Eicheln. Und natürlich Wurzel. Die Möhre. Okay, jetzt ist alles drin. Okay, jetzt müssen wir es auf der Kreuzung platzieren. Bitteschön. Okay, das sollte klappen. Also ein bisschen Beschwörung jetzt hier, ne? Wir beschwören. Lucifer. Ein Liebe für Devil. So, ich würde sagen. Dann Feuer. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, unmöglich! Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. It's magic. Und ja. Zaubererhut, So, ja, mit der Lautstärke, ich bin immer noch ein bisschen unsicher, weil es war wieder so sehr leise. Nein, weiterspielen. Optionales Hauptmenü, ich muss da nochmal kurz gucken. Also, gesamt würde ich sagen, machen wir es mal wirklich so. Die Videos lasse ich mal auch genauso, dass sie nicht so laut sind. Die Musik will ich ein bisschen, die ist schon schön, die will ich, dass die im Hintergrund bleibt. SFX lassen wir mal auch so. Na, die Musik. Sollte leiser, SFX sollte leiser sein als die Musik. Glaube ich. Ja, so soll es gehen, oder? Ich glaube, das ist besser. Okay. Dann schauen wir mal, aber erstmal Tagebucheintrag. Was ist da los? Ein unmöglicher Reisekoffer ist auf dem auf der Wallkreuzung aufgetaucht. Was mag es damit auf sich haben? Der große Zaroff. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroff der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Kann doch nicht schaden. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Ja, was ist denn da los? Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren.
Oh oh. Ups, kaputt mal, aber was ist das denn? Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Jetzt sind wir schon fast Zauber. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Der große Zarow. Ei, verschiedene Aufkleber. Wow, dieser Koffer ist schon weit herumgekommen. Timbuktu, Hongkong, Raven Hollow, New York. Mein lieber Scholli, du, da warst du ja schon überall. Was haben wir hier noch? Ein Zylinder. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Jetzt aber los. Oh, heiliger Bimbam! Ach, reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Schon wieder? Oder eine magische Nachricht. Okay. Mit bloß. Okay, okay. Zauberstab. Erstmal angucken. Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zarow. Ob man damit wirklich zaubern kann? Du musst nur daran glauben, Jerry. Der große Zarow. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Okay, dann wollen wir mal probieren. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Ah! Wie süß! Oh. Hello there. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Oryctolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias Ha... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Alter Daus! Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Wo kam der Wind her? Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Eine lange Zeit. Natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Oh, schade.
Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgegen... öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende in der Zeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Und das ist wieder mal sowas so richtig schön intrigiert. Einfach so ein Objekt, die magische Münze, und das finde ich toll. Genau wie das Tutorial vorhin, ne, mit dem Radio und hier. Ich liebe sowas. Das sind einfach für mich nicht groß irgendwie Tutorial, einfach intrigiert im Spiel. Toll. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Ah. Jem, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Oha. Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Bevor wir das machen, muss ich erstmal nochmal kurz darauf hinweisen, wie großartig einfach ich die Designs immer noch finde. Auch der Marquis der Hotone mit dem weiße Hase und auch sein Outfit so elegant, halt wirklich wie so ein Zauberer, und auch Jerrys so, es ist einfach so schön gemacht und so liebevoll, und ich liebe es einfach. Also die Designs, großer Freund von. Ich. Okay. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern. Wachsen. Vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Die Musik. Ne? Und ja, jetzt wieder das Theme vom Marquis de Hotto. Ich sag's immer wieder. Ich habe das komplette Pack damals gehabt. Also, ne, mit dem Original Soundtrack dazu, mit dem Hörspiel, alles. Also ich habe wirklich das richtige Bundle bestellt. Limited Edition sozusagen. Und ja, es ist einfach, die Musik ist so, es ist einfach alles perfekt. Perfektes Adventure für mich, und darum gern. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer.
Wahnsinnig interessant. Auch mal ganz anders, ne? Einfach so Baumläufe, so. Nicht einfach nur Zauberer, sondern wirklich. Und die Kröte, ne? Das ist so. Einfach genial. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Hey. Oh. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Wo kommt der Wind schon wieder her? Das ist Magie alles. Ja. Auf geht's, liebe Freunde. Aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Aber das ist ja... eine... mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Oha. Ein bekanntes Gesicht. Dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Das ist sehr schön, sehr malerisch.
ist einfach ein Traum. Oh. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Aha.